Wow. 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 Finde einen anderen Weg nach draußen. Wo zum Teufel sind wir jetzt? Ernsthaft? Holy shit! Was ist das? Ist das etwa das Labor? Das Therapiezentrum? Murkoff Corporation Wallrider Project. Immer falsche Taste. Und auch falsch unter dem Berg. Scheiße, scheiße, scheiße! Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, dass behaupten. Verrückt. Was? Ich weiß, dass behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Nein, Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Wo zum Teufel sind wir? Natürlich immer wieder alle tot. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Von Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht. Kapitel 23, Auszug. O Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrest du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Hä? Was? Sieht alles sehr lecker aus. Wie ein halber aufgeplatzter Typ. Wo zum Teufel gehen wir nur hin? Block A. Sieht mir irgendwie aus wie Zellen. Morphogenetic Engine Chambers. Alter. What the hell ist hier passiert? Einfach nein. Es war zu lange zu ruhig. Irgendwas muss gleich passieren. Das sieht mir aus, als ob der einfach geplatzt wäre. Projekt Wallrider. Obduktionsbericht MM130092. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen und der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Roland. Anmerkungen. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die
Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde, zweifle an meinem Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit vorgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Ich werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Ich werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patienten 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich führte die Hormontherapie unserer chemischen Fixierungen. Ich führte die Hormontherapie und die, unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Ja. War das vielleicht Jennifer Rowland, die hier geplatzt ist? Delivery Exit. Exit hört sich schon mal gut an. Hier passiert doch gleich irgendwas. Der Ausgang. Da ist unser Ausgang. Ich möchte zuerst hier mal schauen. Ich denke mal, rechts geht's weiter. Okay, wahrscheinlich geht's hier weiter. Ja. Oh no. Come on. Morphogenic Engine. Das gefällt mir gar nicht. Hier gefällt mir gar nichts. Hä? Habe ich was übersprungen? Ich habe da wohl ein Dokument übersprungen. Das lese ich gleich noch mit. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider, lass es den Aposteln meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Das war dann wohl von Vater Martin. Morphogenetische Formel. Das ist der morphogenetische Antrieb. Einige mathematische Zeilen, ein Algorithmus, programmiert uns neu, verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Ich bin ihm noch was schuldig. Ja, ich würde da gerne mithelfen. Die Musik heißt auf nichts Gutes hin. Eine Batterie. Delivery Exit. No. No. Shit, was ist das? Fuck. Was zum Teufel? Was passiert hier? Was ist das? Go, 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 go. Wo muss ich hin? Lauf um dein Leben. Lauf um dein fucking Leben. Oh shit!
kein Entkommen. Ein Schwein. Holy fuck. Ja, erstmal filmen. Ist das der Wall Rider? Hier war ich? Hä? Tod des Soldaten. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Also warte, muss ich jetzt dort lang oder dort lang? Na, hier komme ich ja her. Na, hier komme ich her. Nee, ich muss hier lang. Schätze ich mal. Ich bin einen anderen Weg nach draußen. So, die Türen sind alle zu. Ah, vielleicht hier vorne ja nicht. Okay, doch. Gut, dann hat mich das Spiel eigentlich geleitet, aber ja. Ich möchte es natürlich besser wissen. Dann muss man wahrscheinlich irgendwo etwas abschalten. Was? What the hell? Nimm die Waffe! Finde Billy im Hauptlabor. We achieved something like this in 1944. Those fascists thought it was spirits. And I let them believe it. Let them kill themselves, thinking there was some kind of afterlife now empirically promised to them. Fools. Poor Alan. He would weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind, granted the powers of a god. It would make any of us into a monster. You must end this. You all must die here. Murkoff knew the danger, and they didn't care. In the corporation's mind, we were all just dollar amounts in a ledger. The profits Project Wallrider promised overshadowed whatever pitiful balance of you doctors and patients on
anthropogenic engine is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here with your death. More than anything, I want to rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. I only want to die. Okay. Haben wir was aufgeschrieben? Nee. Nimm doch die scheiß Waffe, Mann. Das sind fucking Soldaten. Und ich soll mit meinen Händen Billy umbringen. Das ganze Projekt stoppen. Eigentlich wollte ich einen Witz sagen, aber mir fällt der Name nicht ein, wer das ist. Egal. Ihr wisst bestimmt alle, wen ich meine. Im Hauptlabor. Hä? Wo ist denn das Hauptlabor? Ist das der Ausgang? Rein theoretisch. Mal schauen, ob wir es so weit schaffen werden. Na, Engine Chambers. Ja, und der hat die Tür wieder geschlossen bei sich. Ah. Okay. Ja, und die Tür ist auch wieder zu, danke. Danke, danke. Ach, die Duschen. Da passiert ja viel Schönes. Offensichtlich. Jetzt lache ich noch. Aber ein Lachen wird vergehen. Block B. Cafeteria. Wenn es hier irgendwie noch ein Jumpscare kommt von einem crazy Typen, dann hasse ich das Game. So hasse ich ja sowieso schon, aber ja. Man würde zumindest nicht erwarten, dass sowas jetzt hier noch passieren würde. Deswegen wäre es richtig mies. Aber bisher sieht es gut aus. Oh. Sieht auch sehr schön aus hier. What the hell? Bist du beim Scheißen explodiert? Was für ein Tod. Morphogenic Chambers. Nach rechts. Nee, nach links. Ich hoffe, das Spiel geht nicht mehr lange. Denn lange halte ich das nicht mehr aus. No, fuck you! Geh da rein! Fuck you! Fuck you, fuck you! Wo lang? Wo lang? Wo lang? No. Woher soll ich wissen, wo es lang geht?
Muss ich jetzt alles nicht mehr durchsuchen? Und? Nee. Nee, da war ja auch nichts. Okay, hier geht's auch nicht lang. Danke. Ja, nice. Und wo ist die Kamera? Ja, ja. So ist das Leben. Murkoff Corporations. Psychedelische Heilanstalt. No, falsch! Auch nichts! Schließ die Tür! Will die nicht aufhalten! Oder? Oder? Doch? When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.